Hören Sie noch oder lauschen Sie schon? Lauschen macht das Leben schön. Wer lauscht, hat Zeit. Lassen Sie ruhig einmal Ihren Blick über den grünen Rumpf schweifen. Möglicherweise deshalb. Sicher aber, um die Bremer Innenstadt lebendiger zu machen und vor allem um UNESCO City of Literature zu werden. Genau deshalb haben das Bremer Literaturkontor und das Kammerensemble Konsonanz die Bremer Lauschorte geschaffen. Lauschen Sie mit verschlossenen Augen. Wir stehen an der alten Dreimastpark Alexander von Humboldt an der Bremer Schlachte. Wir haben unser Handy am Ohr und just eben einen neben diversen Bremer Attraktionen angebrachten QR-Code gescannt. Lernen Sie von dieser alten Dame. Lauschorte. Zu den bestehenden 7 sind nun 10 weitere dazugekommen. Und endlich lernen wir am Herdentor am Wall, warum wir in Bremen Moin sagen. Denn die Formulierung Moin Moin hat einen entscheidenden Nachteil gegenüber dem klassischen Moin. Sie enthält ein Wort mehr. Die Bremer Lauschorte. Suchen Sie sie und finden Sie sie. In und rund um die Bremer Innenstadt. Und dann hören Sie nicht, sondern lauschen. Oder Sie klicken sich einfach rein unter lauschorte.de. In diesem Sinne, willkommen in Bremen.